Mein Name ist Tutschan Sauer, das ist mein Kollege Mathis Stendicke und wir arbeiten beide in der Sächsischen Mozart-Gesellschaft e.V., welcher auch Mitglied im Sächsischen Musikrat ist. Wir befinden uns hier an einem stillen Ort, an einem sehr stillen Ort. Wir sind im Saal der Städtischen Musikschule Chemnitz. In diesem Saal hätte am 20. November 2020 ein Gründungskonzert stattgefunden. Das Gründungskonzert von Karl Friedrich Tango Connection. Wir haben den Termin zweimal verschieben müssen, aber wir dürfen trotzdem nicht spielen. Wir haben keine Perspektive. Für uns Musiker ist es sehr, sehr schwer, ohne einen konkreten Termin sich auf dem Instrument fit halten zu können. Wir brauchen diesen Ansporn, wir brauchen dieses Ziel, sich zeigen zu können, einem Publikum vor allen Dingen zeigen zu können, denn nur in diesem echten, gegenseitigen und gemeinschaftlichen Erleben können wir die Musik spielen, die berührt und die ankommt. Und jetzt ist es gerade so, dass immer wieder Konzerttermine verschoben werden. Teilweise ist es so, dass überhaupt keine Termine mehr festgelegt werden, weil es einfach schwer einzuschätzen ist, wann wieder was möglich sein wird. Und dadurch entsteht ein Vakuum, auch künstlerisch. Uns fehlen die Klänge in diesem schönen Raum. Ein Kammermusiksaal, der so schön klingt, wenn Instrumente hier sind, aber das fehlt uns im Moment. Genauso wie auch die Instrumente von unseren Mozart-Kindern, mit denen wir eigentlich ganz viel proben, jede Woche, und viele wunderbare Auftritte hätten. Es ist sehr still hier. Wir hoffen sehr darauf, dass wir irgendwann wieder gemeinsam musizieren können. Aber im Moment geht nichts. Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen versuchen wir gerade, uns immer digital zu treffen und uns somit zumindest zu sehen und in Kontakt zu bleiben. Denn das ist in dieser Projektarbeit sehr, sehr wichtig. Auch hier in der Esche-Villa hätten viele Konzerte stattfinden sollen. Aber leider alles geschlossen. Wir denken und hoffen aber, dass nach dieser langen Durststrecke an kulturellen Angeboten, an sozialen Kontakten, die Sehnsucht nach den echten Begegnungen, dem echten Erleben so wächst, dass wir sie vielleicht dann viel intensiver wahrnehmen werden.